Hallo, hier ist Christoph von TempTechD. Wir sind hier am CES Unveiled Event und wir haben schon mal die ersten Produkte klar gemacht. Fangen wir am besten mit dem Lenovo Helix an. Eines der besten Geräte, die wir hier für die CES erwartet haben. Es ist ein Intel i5 oder i7 Device oder Tablet besser gesagt mit einem Keyboard-Takt, das genauso einen Akku integriert hat. Arbeitsspeicher zwischen 4 und 8 GB kommt im ersten Quartal auf den Markt zu einem Preis von 14,99. Das Besondere ist, dass es ein, hat ein 11,6 Zoll Display mit einer Full HD Auflösung und auch einen Digitizer integriert, wie man es von Lenovo gewohnt ist, der auch sehr gut funktioniert. Dieser unterstützt sogar eine Druckempfindlichkeit bis zu 2048 Punkte und das ist doppelt so gut wie das Samsung Galaxy Note 10.1, also wirklich eine gute Leistung und das funktioniert hier auch wirklich sehr gut hier mit diesem Stylus. Ja, schauen wir mal weiter um das Gerät herum. Zuerst der Keyboard Dock. Zusammen ergibt es eine Akkulaufzeit von 10 Stunden. Das Tablet selbst bietet 6 Stunden, das heißt nochmal 4 zusätzliche Stunden mit dem Keyboard Dock. Das hat hier ein Full Multitouch Trackpad, natürlich auch so ein Trackpoint. Und das Besondere an dem Block ist jetzt, dass ich nicht nur einen Ultrabook machen könnte, sondern ich kann das Ganze auch rausnehmen. Hierzu drücke ich einfach hier und durch das, dass wir hier zwei Docks haben, kann ich das Ganze auch verkehrt hinstellen. Zack. Und das auch als Stand benutzen für Demonstrationszwecke. Und wir sehen hier haben wir im Prinzip ein Lenovo Ideapad Yoga und ein wirkliches Tablet, das man auch herausnehmen kann. Noch sehr gut gemacht wurde, dass ich hier vorne dann natürlich, beziehungsweise hinten, zwei USB 3.0 Schnittstellen habe. Aber hinter dieser Leiste, die ich auch vorbiegen kann, haben wir hier zwei Fans, die das Gerät dann kühlen und hier natürlich noch ein Grill, damit hier auch gelüftet wird besser. Und wenn ich das jetzt mir anschaue, habe ich hier einen besseren Luftdurchzug und somit wird das Gerät auch schön gekühlt. Und durch die dünne Bauweise von ca. 12 mm wirklich sehr, sehr interessant und portabel. Ich kann das Ganze nochmal rausnehmen von dieser Seite. Am Tablet selbst haben wir hier so einen Slot, wo halt die ganzen Daten bzw. Seriennummer anstehen, einen Ladeanschluss. Dann haben wir hier diesen Dockanschluss, einen SIM-Karten-Slot, das heißt, es wird auch eine 3G-Version geben, ein Mini-Display-Port, ein USB 2.0 und das sollte, glaube ich, dann ein SD-Slot sein. Ansonsten hier Lock-Screen für Lock-Rotation, Screen-Lock-Rotation, dann hier Volume-Rocker, Audio-Anschluss, ein Schlitz für den Lüfter natürlich, der Digitizer, auf der Rückseite eine, denke 5-Megapixel-Kamera und auch wirklich wieder ein sehr hochwertiges Material, wie man das auch von den meisten Lenovo-Geräten gewohnt ist. Also hier ein wirklich sehr geniales Device und von der Performance sollte man sich natürlich auch einiges erwarten, nachdem das ja einen wirklichen Intel i5 bzw. i7 Prozessor hat. Also hier wirklich eines der Highlights für mich bereits jetzt vorab auf der CES 2012. Das war's, ich sage danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.